Knarre. Safe, Buddy. Ah, du und dein Safe, ne? Das ist so. Nee. Aber nein. Nein, 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 nein! So, Spielladen. Boah Gott, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Und das ist erst 2 Tage her. Ich hab keine Ahnung. Warte. Stimmt, wir waren in der Gruft. Wir waren in der Gruft. Wir waren in der Gruft, da lag eine Olle auf dem Boden, die nicht mehr lebendig war. Was haben wir denn da noch gemacht? Ich glaube, für Mikul hatten wir da einen Auftrag gemacht. Stimmt, jetzt gehen wir hier noch. Und wir hatten, ach, wie hieß er denn? Kalkstein gefunden. Also die Person und nicht den Kalkstein selber. Okay. Ich glaube, wir sind mit dem ersten Kapitel auch bald schon durch. Wenn ich mich recht entsinne. Königlicher Jägersmann. Wie jetzt müssen wir. Jetzt können wir Odo aufsuchen. Das Würfelspiel will ich auch nochmal machen. Das machen wir ja sowieso gerade. Bin, um die Stadtwaffe zu sprechen. Hey, Hexe versprach den Trank zu Brunnen. Und zur Hexe müssen wir nochmal. Okay. Gut, das heißt, auf dem Weg kommen wir erst zur Hexe vorbei oder an der Hexe vorbei. Dann können wir gucken, wie das mit dem Würfelspiel noch weitergeht. Und dann zu Odo. Das wäre doch erstmal so ein Plänchen. So, irgendwie hatte ich gerade. Götter segnet mich mit Warum? Geduld. Na, vielleicht ist er einfach noch nicht neu gewachsen. Mal geht's nicht mit dem Pflücken. Da geht es. Das Schildkraut kann ich pflücken. Stimmt, und wir müssen noch gucken, dass wir an Alkohol wieder rankommen. Hier, weiße Myrte geht hier auch. Dass wir an Alkohol wieder rankommen. Damit wir. Nehme ich gerne. Ja, ich auch, aber noch nicht. Noch nicht. Damit wir uns neue Tränke brauen können. Und ich müsste mal gucken, das habe ich nämlich jetzt mal wieder vergessen, wie das mit diesen Mutagenen funktioniert. Warte mal. So. Hier müsste, ja, hier ist Abigails Haus. Dann gucken wir mal. Hi, Abigail. Und ihre Was Haare freut dich? tanzen wieder. Warte, einmal möchte ich kurz ihre Ware sehen. Ja, und sie hat Alkohol. Das ist sehr gut. Nein, was mache ich denn hier? Nein, ach Mist. Warum sehe ich das denn jetzt? Ist das unser Inventar voll ist? Ach ja, Grundstoff für Bomben brauchen wir eh nicht. Nee. Nee, behalte ich doch lieber. Bei Gästen nach Augenzeugen ihre Angriffe niedergeschrieben. Tote Tiere über Hunde und Wölfe. Trunken, ertrunken. Ich habe dies bereits gelesen. Gut, das hier will ich einmal auch lesen. Das Buch beschreibt Hunde und Wölfe. Es bietet Informationen über die Art, wie diese zu bekämpfen sind und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Tiere gewinnen lassen. Okay, das ist schon mal gut. Ja gut, die Frage ist halt, ich selber lese es ja nicht gerne durch, aber falls es euch interessiert mit dem Bestiarium hier. Kann ich das natürlich gerne einmal vorlesen, irgendwann mal.
wenn, wie gesagt, nur wenn das Interesse besteht. Ich selber. Caroline ist tot. Würde es jetzt nicht machen. Die Hunde haben sie gefressen. Achso, okay. Der riecht nämlich ganz nach euren Wünschen. Und warum ist das schon wieder so laut? Warte mal. Muss ich aber wieder kurz hier rüberschalten. Den Webcam-Sound brauche ich ja nicht. So. Okay, ist also nur für mich laut. So. Ja, sie und ihre Wünsche. Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, quält ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut. Böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut. Zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Die Bestie ist geboren. Was eine Stimme. Ja. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brech die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. So. Ich will jetzt gleich nochmal kurz gucken, ob wir Tränke herstellen können. So, ich musste gerade nochmal was nachgucken bezüglich der Mutagene. Beziehungsweise, ob bei jemandem beauftragt, das mal nachzugucken. So, warum können wir den Donner nicht machen? Naja, egal. Schneesturm. Stärkt die Chance, Angriffe zu parieren und ihnen auszuweichen. Ach, wir haben keinen. Für Katze haben wir keinen Quibrit. Okay. Aber Schwalbe können wir herstellen. Okay. Jetzt müssten wir erstmal wieder ein bisschen warten. Ich weiß immer noch nicht. Er fordert Verzehr eines Mutagens, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. So. Gut, nachdem wir jetzt hier wieder einiges an Tränken haben, jetzt möchte ich mal ganz kurz. Ah, okay. Und wenn wir es dann benutzen wollen. Ah, okay. Da haben wir jetzt vereins vergeudet. Aber so habe ich das wenigstens mal testen können. So, hier kann ich auch einmal. Von diesen Sachen brauchen wir ganz, ganz viel für später. Aber so gut wie jetzt war ich noch nicht vorbereitet.
Und das Ende des Kapitels dauert zwar noch ein bisschen. Denke ich aber mal, dass wir es heute erreichen könnten. Wenn wir uns Mühe geben. Zumindest ist es mein Ziel heute. Na los. Ah, oh, mir fällt auch noch ein. Huch. Da oben hat jemand genießt. Glaube ich. Diesmal konntest du mich nicht erschrecken. Ich habe diesmal auf den Bildschirm geguckt. Diesmal habe ich drauf geguckt. So. Ich muss nämlich... Ich habe nämlich gesehen, dass das viele bei Witcher machen. Wegen 18 Jahre und so. Sollte ich vielleicht auch machen. Warte, und das hier mache ich mal. So. Einmal. Zweimal. Ich möchte hier keinen Ärger kriegen, ne? So. Und dann lieber Vorsicht als Nachsicht. So. Was? Was hast du denn? Ja, du hast so Tafelwasser. Aber wir können uns das Buch hier leisten. Bezüglich der anderen Kräuter. Das Buch beschreibt Seewand und Grünschimmel und ermöglicht es, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Das ist doch gut. Ist doch sehr gut. Das ist nicht gut, es regnet. Regen ist auch gut. Oh, gut. Dann können wir die restlichen Bücher erstmal ins Lager packen. Können wir ja hier beim Schmied machen, zum Glück. Was kann ich für euch? Dass wir in irgendeiner Stadt sind, wo wir die dann mal verkaufen können. Und lang. Das haben wir bereits gelesen. Das haben wir auch bereits gelesen. Das auch. Das auch. Aber Feuersteine brauchen wir wieder. Deswegen packe ich die mal rein. Ah, warte. Wenig Alkohol. Haben wir denn noch? Den starken Alkohol haben wir sogar noch. Okay. Ja gut, dann... Warte mal. Dann packen wir das hier doch einfach nochmal mit rein. Ich glaube, wir müssen gleich eine Saufrunde machen. Und deswegen... Ich hoffe, man übernimmt diese Sachen dann ins nächste Kapitel. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Kann man das nachgucken? Nein. Tagebuch, Tutorials, warte mal. Ist das nicht... Das ist halt die Frage. Könnt ihr auch Gegenstände einladen? Sprecht mit den Gastwirtsoptiker. Eure Gelagerung jederzeit wieder aus dem Gasthaus. Jeder Taverne holen. Okay. Also es bleibt wohl auf Kapitel übergreifend. Ich hoffe es einfach. Das müssen wir ganz kurz. Okay. Mmh.
man seine Kräfte messen. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, was hier... Ich vergeude meine Zeit. Ich glaube, das hilft leider nichts bezüglich der Mutagene. Aber ich gucke dann einfach mal. Ah, hier können wir noch nach Büchern gucken. Reisender Spieler. Aber vorher speichern. Speichern ist wichtig. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will Risiko ist euer täglich Brot. Meine... Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Okay. Gut, dann spielen wir einfach mal. Viel Geld haben wir ja gerade nicht, aber vielleicht gewinnen wir was. Die erhöhen. Oh, Quatsch. Warte, die möchte ich nochmal neu würfeln. Oh Mist. Ja gut, das lief jetzt eher weniger gut. Okay, nächste Runde. Einmal. Mal würfeln. Oh. Natürlich. Ich mag... So, komm, spielen wir nochmal. Wir müssen nochmal gewinnen. Bei mir sind die einfach nur Glück, ob wir die kriegen, die wir brauchen. In dem Fall ist es einfach nur Pech. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay.
So. Jetzt ist es natürlich... Komm, wir würfeln nur mit einem. Jo. 3 5 haben wir auf jeden Fall. Und wir haben gewonnen. Will denn niemand seine Kräfte messen? Sehr schön. Und was brauchen wir, um den... die Quest zu beenden? Jetzt die Grundlagen. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Na gut. Ja, wo haben wir ja bisher? Wir haben ja schon ein paar Runden gespielt. Oh, hier ist Kalkstein. Hallo Kalkstein. Was führt euch hier? Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss, voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja. Lies die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut. Was wollt ihr wissen? Ja. Redet ihr immer so viel? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet.
Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Okay, ja gut, woher wir die Zutaten kriegen, wissen wir ja. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, ist ja gut. Ist gut, Kalkstein. Oh, Katze! Klar, Leuwarden. Tachchen. Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Leuwarden. Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Ja, mit Sicherheit, ne? So, die Quest habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal übersehen. Denn die ist mir sichtlich unbekannt. Wo ist Alwin? Ja gut, eine riesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Okay. Wir sprechen uns noch. Und Sultan, hast du was zu sagen? Sultan, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Visima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3-4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Okay. So viel also zum Würfelspiel. Dann müssen wir jetzt über die Quest absolvieren. Okay, also gegen die 3 müssen wir spielen. Werden wir dann wohl tun? Gut, ja. Da wir ja jetzt noch die andere Quest haben, werde ich noch nicht zu Odo gehen. Dann werden wir erstmal das andere machen. Verfluch die Abdur.
Durst. Dann können wir einmal zu Mikul spielen mit dem, dann zu Haron, dann zu deiner Höhle und dann geht es zu Odo. Wäre jetzt erstmal so meine Idee. Ach, was war jetzt eigentlich mit dem Trank mit? Hm.